Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Pathos wird in dieser Debatte ja nicht gespart. Man hat den Eindruck, die Zivilgesellschaft ist ein fester Begriff und er wird sozusagen im Spektrum insbesondere des linken Teils dieses Hauses verortet. Wenn man mal die zitierte Feuerwehr und die Sportvereine sich anschaut, kommen die gar nicht in den Genuss dieses Gesetzes, jedenfalls nicht ohne weiteres. Und so schreibt dann auch ein renommiertes Politmagazin oder warnt vor der Demokratie der Lemminge. Politische Vorfeldorganisationen linker Parteien mögen auf Kosten der Allgemeinheit abgesichert werden, von staatlicher Finanzierung abhängig gemacht werden und Mitspracherecht des Parlaments ausgehebelt werden. Und ich finde, mit diesen Vorwürfen muss man sich auseinandersetzen. Und es ist hier wieder dieses politische Labeling, das wir leider häufiger beobachten. Ein Begriff wie Demokratieförderung, wer sollte schon dagegen sein? Aber man muss sich schon die Mühe machen, mal genauer hinzuschauen. Und dann stellt man fest, wir brauchen dieses Gesetz nicht, meine Damen und Herren. Denn schon mit dem bisherigen Zuwendungsrecht können die Ziele dieses Gesetzes erreicht werden, von der Umsetzung bis zur Evaluation. Die langfristige Förderung wird immer genannt. Vergessen wird, dass es auch da ja haushalterische Gründe gibt. Der Finanzminister will 70 Milliarden Euro einsparen, offenbar, wenn man die Wünsche seiner Kabinettskollegen sich anschaut. Wird der Haushalt gekürzt, wird dann eben auch im Teil der Projekte nicht mehr ausfinanziert sein können. All das muss man berücksichtigen. Und wir haben einen Pluralismus in der politischen Bildung schon jetzt. Und ich nenne mal die Bundeszentrale für politische Bildung mit ihrer weltanschaulichen Neutralität. Und der obliegt der sogenannte Beutelsbacher Konsens mit dem Überwältigungsverbot. Das heißt, man lässt den Menschen sozusagen den Weg zum Erkenntnisgewinn einigermaßen frei und zeigt alle Alternativen aus. Unsere Sorge ist, dass Sie es sich hier so einrichten, dass Sie angenehme und auch freundliche Organisationen unterstützen außerhalb der parlamentarischen Kontrolle. Und das lehnen wir kategorisch ab. Und dann gibt es ja noch die politischen Stiftungen. Da sind wir uns, glaube ich, fast hier alle einig, dass die einen sehr, sehr guten Job machen, jedenfalls was die demokratischen Fraktionen dieses Hauses angeht. Und dann schauen wir mal auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das noch nicht einmal einen Monat alt ist und sich mit den politischen Stiftungen auseinandersetzt. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, Förderung grundsätzlich ja, aber dann muss eben die Einrichtung, die gefördert wird, in dem Fall die Stiftung, dauerhaft existieren. Und sie muss den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Blick haben und dafür ausdrücklich eintreten. Und das ist der Punkt, den Sie hier total ausblenden. Die sogenannte Extremismusklausel interessiert Sie nicht die Bohne. Das soll nur ein kleines Häkchen im Formular sein nach dem Motto freiheitlich-demokratische Grundordnung. Schon mal gehört, finden wir auch ganz okay. Eine ausdrückliche Bescheinigung, eine ausdrückliche Äußerung, dass geförderte Projekte auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die fordern wir. Und ohne die geht es auch nicht, meine Damen und Herren. Und es ist ja schon ein bisschen drollig, das Selbstbewusstsein, die Gesetzgebungskompetenz wird hier Kraft der Natur der Sache sozusagen bei der Bundesregierung gesehen. Und Sie bescheinigen sich und Ihrem Gesetz einen eindeutig überregionalen Charakter. Auch das ist irgendwie ein bisschen selbstermächtigend hier in dem Fall. Sie schreiben sich hier Kompetenzen zu, glaube ich, die andere kritisch sehen. Sie gehen also hier mit der Brechstange an den Pluralismus in der politischen Bildung ran. Und das zeigen ja auch die Zahlen aus 2022, dass Sie überwiegend 472 Programme rechts gegen Rechtsextremismus sicherlich zu Recht unterstützen, 125 aber nur gegen links und 222 gegen islamistischen Extremismus. Auch hier sehen wir eine Unwucht und ohne parlamentarische Kontrolle sehen wir hier ein großes Problem. Und das Problem ist, es fehlt Vertrauen. Es wird nicht offen kommuniziert mit niemandem über die Partner. NGOs und Förderberechtigte arbeiten offenbar an den Förderbestimmungen mit. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wäre es ein Unternehmen, würden alle Lobbyismus rufen, hier ganz normal. Und da vermuten eben manche Menschen, dass hier eine politische Agenda dahinter steckt. Und das Problem ist doch, und das sehen wir, es ist Vertrauen in den Staat, in den Rechtsstaat und auch in staatliche Institutionen entstanden. Und den kriegen Sie nicht mit irgendeinem Programm weg, sondern letzten Endes in erster Linie mit dem Benennen von Problemen. Und wir haben die Migrationspolitik als Beispiel. Wenn kategorisch hier Meldungen aus der Mitte dieses Hauses in den rechten Bereich verschoben werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn viele Menschen da draußen, auch Landräte von Grünen und SPD, sagen, ich fühle mich nicht mehr wahrgenommen. Das ist doch das wahre Problem für unsere Demokratie in diesem Land, meine Damen und Herren. Und
Das Selbstbestimmungsgesetz ist angesprochen worden, wenn Menschen, die sich da positionieren und sagen, ich habe da Probleme, auch Frauenverbände oder auch transsexuelle Personen, die sich melden, sagen, pauschal dann eben von der Bundesministerin als reaktionär und menschenverachtend in einem Tweet jedenfalls betitelt werden, ist das schräg. Man hat das Gefühl, Probleme werden einfach nicht mehr benannt. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, ziemlich sicher kein Demokratiefördergesetz, sondern erstmal ein Vertrauenswiederherstellungsgesetz. Das fehlt uns hier völlig. Eine verbeamtete und abhängige Zivilgesellschaft. Unser parlamentarischer Geschäftsführer Thorsten Frey hat das Urheberrecht auf diese Formulierung. Eine Verbeamtung der Zivilgesellschaft, die durch dieses Gesetz zu befürchten ist, wollen wir nicht. Wir lehnen es ab, sind aber durchaus bereit, mitzudiskutieren über den weiteren Weg. Vielen Dank.